ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Abend. Es ist eine Art Scheck auf die Zukunft und das Versprechen, diesen Scheck irgendwann einlösen zu können. Die NATO hat der Ukraine nicht sagen wollen, wann sie dazugehören wird, zum größten Militärbündnis der Welt. Aber dass sie beitreten wird, das ist eine feste Zusage, die Präsident Zelensky mit nach Hause nimmt. Und bis es soweit ist, will die NATO dem angegriffenen Land so viel Schutz wie möglich geben. Diese Aussicht muss es gewesen sein, die Zelensky besänftigte. Denn noch vor dem Gipfel in Litauen hatte er seine Erwartungen wütend in die Welt hinausgetwittert. Was wohl nicht so gut ankam, auf einem Gipfel, der dem Kriegstreiber in Russland von Vilnius nur ein paar hundert Kilometer entfernt eine klare und eine gemeinsame Botschaft senden wollte. Michael Grütz. Litauen, selbstbewusstes Mitglied der Europäischen Union und der NATO. Doch die Angst vor neuer Bedrohung ist allgegenwärtig, die Unterdrückung durch Moskau noch im kollektiven Gedächtnis. Genau deshalb wollte der amerikanische Präsident genau hier in Vilnius vor der Universität seine Botschaft platzieren. Er dachte, unsere Einheit würde bei erster Gelegenheit zerschellen. Putin hat darauf gewettet, die NATO würde auseinanderbrechen, aber er hat falsch gedacht. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, weil jedes Mitglied der NATO weiß, dass die Stärke unserer Leute und die Macht unserer Einheit nicht abgestritten werden können. Genau auf diese Form der Solidarität der NATO setzte der ukrainische Präsident Zelensky kurz vor dem Gipfel in Vilnius. Doch die Einladung zum Bündnis wurde ihm verwehrt von jenem Joe Biden und Bundeskanzler Scholz. Vor allem sie haben jene Einladung auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Zelensky wollte sie unbedingt und zeigt sich dennoch verständnisvoll. Wir verstehen, dass einige NATO-Staaten Angst haben, jetzt über eine Aufnahme zu sprechen. Denn keiner möchte einen Weltkrieg. Es gibt also keine rasche Einladung zur NATO-Mitgliedschaft. Dennoch rückt die Ukraine an das Bündnis heran. In der NATO haben wir beschlossen, uns zukünftig regelmäßig mit der Ukraine im neuen NATO-Ukraine-Rat auszutauschen. Damit heben wir unsere Zusammenarbeit auf eine neue institutionelle Ebene. Die erste Sitzung am Nachmittag in Vilnius zusammen mit Präsident Zelensky. Die Ukraine kann den Rat künftig jederzeit einberufen, wenn sie es für notwendig hält und erhält Zugang zu allen militärischen oder politischen Ebenen. Hinzu kommt, die G7-Staaten vereinbaren Sicherheitszusagen für die Ukraine. Das Land soll fähig sein, sich zu verteidigen, kurzfristig und gegen russische Aggression in der Zukunft. Die Unterstützung wird weit in die Zukunft reichen. Wir werden der Ukraine helfen, eine starke, fähige Verteidigung zu Lande, der Luft und zu Wasser aufzubauen. Wie die langfristigen Sicherheitszusagen genau aussehen, ist noch Verhandlungssache. Zur kurzfristigen Unterstützung gehört auch das 700 Millionen schwere Waffen- und Munitionspaket, das die Bundesregierung auf dem Gipfel zugesagt hat. Neue Waffen und einige Zusagen also für die Ukraine. Viel Applaus für Zelensky zum Schluss. Und schließlich noch einige Worte des US-Präsidenten am Abend. Gib niemals auf, verliere niemals die Hoffnung, niemals. Jeden Tag müssen wir eine Wahl treffen, um dafür einzustehen, was richtig ist, was die Wahrheit ist und für die Freiheit einstehen, zusammenstehen. Das ist die Lektion, die wir aus der Geschichte lernen. Pathos ist auch Zelensky nicht fremd. Die Einladung zur NATO-Mitgliedschaft wäre ihm in Vilnius aber sicher lieber gewesen. Ja, lässt die NATO die Ukraine zu lange warten oder käme ein NATO-Beitritt jetzt viel zu schnell? Die Meinung von Helga Schmidt, der Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio in Brüssel. Dass der ukrainische Präsident so sehr drängte, dass er in Vilnius einen Fahrplan sehen wollte für die NATO-Aufnahme, natürlich ist das verständlich. Die Menschen in der Ukraine sehen sich nach einer guten Nachricht und da könnte die NATO-Mitgliedschaft sowas sein wie Licht am Ende des Tunnels. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Dieses alte und ein bisschen vage Versprechen wurde beim Gipfel in Vilnius nochmal erneuert.
Mehr aber auch nicht. Keine Einladung zu Beitrittsverhandlungen und kein Zeitplan. Stattdessen die Erinnerung daran, dass vor der Einladung noch Bedingungen erfüllt werden müssen. Auch wenn jetzt wieder von Zögern und Zaudern die Rede ist, ich finde, vieles spricht für diese Vorsicht. Eine Bedingung für Beitrittsverhandlungen ist nämlich ein sicherer Frieden. Das ist eine alte Regel im Bündnis, eine, die sich bewährt hat, weil niemandem gedient ist, wenn der Krieg gegen die Ukraine zu einem Krieg gegen die NATO-Länder wird. Noch was spricht gegen einen schnellen Beitritt. Die Ukraine hat jetzt im Krieg überhaupt nicht die Chance auf die politischen Reformen, die auch eine Bedingung für die NATO-Aufnahme sind. Die Regierung in Kiew kämpft ums Überleben. Wie sollen da gleichzeitig Rechtsstaatsreformen nach westlichen Standards gelingen? Nötig sind sie natürlich trotzdem, aber im Moment ganz unrealistisch. Die Ukraine braucht dafür Frieden und Zeit. Und die NATO hat sich heute für den realistischen Weg entschieden. Die Ukraine bekommt weitere Waffen und Sicherheitszusagen auch für die Zeit nach dem Krieg. Und damit die Chance, wirklich die Bedingungen für die NATO-Aufnahme zu erfüllen. Die Meinung von Helga Schmidt über das viele Verhandeln zu Sicherheit und militärischer Unterstützung. Verlieren wir zuweilen den Blick für die, die unter diesem Krieg leiden, seit mehr als 16 Monaten. In den Wochen, nachdem ihr Land von Russland überfallen wurde, machten sich viele Menschen aus der Ukraine auf den Weg auch nach Deutschland. Mehr als 1 Million suchten hier Schutz, vor allem Frauen und Kinder. Sie besuchen Kindergärten und Schulen, lernen Deutsch, suchen sich zurechtzufinden in einem neuen Alltag. Doch wollen sie auch hier bleiben? Über ein Leben voller Sorgen, fernab von der Heimat, Marina Onniken und Isabel Schajani. Sicher ist es hier, aber auch einsam. Alina floh vor 1 Jahr mit ihrer Tochter hierher, in die Nähe von Osnabrück. Allein, ohne ihren Mann. Der ist Polizist nah an der Front. Und dort, in Kramatorsk, hat auch sie ihre Freunde. Ich vermisse es, hier mit Menschen zu kommunizieren. Ich möchte mit jemandem reden, mit Deutschen. Alina besucht noch keinen Deutschkurs und ihre Tochter bekam auch keinen Kindergartenplatz. Sie sind zwar seit 1 Jahr in Deutschland, aber irgendwie auch weit weg. Vor 4 Wochen, der Zug von Kiew in den Donbass. Hier begegneten wir Alina das erste Mal. Wir wollten über die Lage an der Front berichten, um uns herum viele Soldaten. Und Alina war auf dem Weg zu ihrem Mann. 48 Stunden war sie da schon unterwegs. Im Moment denke ich, dass wir in die Ukraine zurückkehren werden. Aber wann, weiß ich nicht. Kleiner Versuch, mit Alinas Tochter zu sprechen. Wie heißt du? Zlata. Wie heißt Zlata? Den Hotdog findet Zlata verständlicherweise interessanter als uns. Sie werden nur 3 Tage bleiben, aus Angst vor Angriffen. Im Meer der Soldaten kann Alina ihren Mann einfach nicht entdecken. Die Güterwaggons stehen extra da, um die Menschen vor Raketen und Splittern zu schützen. Abschiede und Wiedersehen. Meine Hände zittern. Über 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Deutschland registriert, auch Alina. 3 von 4 wollen mindestens bis Kriegsende bleiben, 29% sogar für immer. Und die Zahl steigt, je länger der Krieg dauert. Wer zurückkehrt, der lebt oft von Ersparnissen, die endlich sind. Nach Hause fahren, gucken, was geht, das passiert jetzt im Sommer. Jaroslava packt auch. Mit den gleichen Taschen kam sie damals mit ihren beiden Söhnen hier nach Köln. Und jetzt? Ich habe Angst, dass ich dort eine Fremde sein werde. Aber hier bin ich auch eine Fremde. Das heißt, ich gehöre weder dort noch hier dazu. Ich gehöre nirgendwo dazu. Ihr Sohn Sieva ist hier nicht angekommen. Er ist 13. Du wirst in der Schule ständig gemobbt, weil du Ukrainer bist. Vor allem von Türken. Du fühlst dich überflüssig. Als wärst du eingesperrt. Die Behörden, jeder hier kontrolliert dich. Jetzt fahren sie zum ersten Mal in die Ukraine zurück. Sieva will nicht nach Deutschland zurückkommen, sondern bei seinen Großeltern bleiben. Seine Mutter hat aber schon das Rückfahrticket gekauft. Und dann wieder ein Abschied? Für Alina und Zlata war es nur ein Fronturlaub. Sie sind zurück in Osnabrück. Auch wenn sich ihr Mann wünscht, dass alle 3 in der Ukraine leben.
Das Leben, wie es früher war, wird es nicht mehr geben. Deshalb treffe ich jetzt keine Entscheidungen. Damit warten wir noch. Im Sommer kommt Zlata in die Grundschule. Oft rollt die Macht des Faktischen über die Familien hinweg. Das Glück muss warten. Zur deutschen Politik und dem Neuen in der CDU, der richten soll, was dem Vorgänger offenbar nicht gelang. Der Merz-vertraute Carsten Linnemann soll als neuer Generalsekretär mehr Profil und mehr Schärfe bringen, was an sich nicht überrascht. Diese beiden sind sich ähnlich, gleicher Landesverband, gleiches Temperament. Doch dass Linnemann so plötzlich berufen wurde, das lässt vermuten, dass auch der Chef an seiner Seite Sorge hat, Profil und Schärfe zu verlieren. Und vielleicht auch Sorge vor einem aufkeimenden Machtkampf in der Partei. Claudia Kornmeier. Sofort. Ich muss jetzt an die Arbeit. Es wird hart. Der Neue steht unter Strom. Am Ende des Tages möchte ich meinen Beitrag leisten, dass es wieder eine CDU gibt, wo die Menschen genau wissen, wofür die CDU steht und wofür nicht. Dafür brauche ich nicht zu anderen Parteien schauen, sondern dafür braucht es CDU pur. Was ist 100% CDU? Die Partei sucht ihren Kurs, ist mittendrin in der Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm. Hohe Erwartungen an den Neuen und die künftige Ausrichtung. Die Menschen erwarten von der größten Oppositionspartei nicht nur Kritik an der Bundesregierung, sondern auch die klare Kommunikation der alternativen Konzepte. Die hat Carsten Linnemann in der Programmkommission miterarbeitet und es ist dann in einer Hand auch mit der Funktion als Generalsekretär, die dann auch rüberzubringen. Einer formuliert die vage Hoffnung, wenn der Generalsekretär die konservative Wählerschaft adressiere, könne sich Parteichef Merz nun um die Mitte kümmern. Entscheidend ist, dass die Union sich in der Mitte verortet. Und jetzt hat der Parteivorsitzende Friedrich Merz alle Möglichkeiten, sich in diese Richtung zu orientieren, wenn der Generalsekretär sich dann weiter am konservativen Bereich orientiert. Vom Sozialflügel kommt die klare Ansage, Linnemann wird sich darum kümmern müssen, dass die CDU auch für Arbeitnehmer wählbar ist. Es ist so, dass Herr Linnemann ganz klar seine Wurzeln im Wirtschaftsflügel der CDU hat. Er war ja viele Jahre auch Vorstandsvorsitzender der Mittelstandsvereinigung. Aber er hat jetzt eine andere Rolle. Er hat die Rolle des Generalsekretärs. Er ist jetzt für die ganze Breite der CDU verantwortlich. Merz betont: Wir fühlen uns den wirtschaftspolitischen Themen genauso verpflichtet wie den sozialpolitischen Themen. Ich will das auch noch mal ausdrücklich sagen, dies ist ein Personalwechsel und kein Richtungswechsel. Und dabei bleibt es auch. Für Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach verdeutlicht der Wechsel dagegen, die Partei positioniert sich stärker konservativ. An einem Grundproblem der CDU ändere der neue Generalsekretär nichts. Wenn man breite Wählerschichten adressieren will, wenn man auch jungen Menschen ein Angebot machen will, etwa im Bereich Klimaschutz, wenn man die Frage, dass Sozialpolitik als mit hohen Kompetenzverlusten in den letzten Wahlen verbunden war bei der CDU, angemessen beantworten will, dann muss man neben dieser einen Personalie sicherlich auch grundsätzlich noch mal darüber sprechen, wie andere Gesichter in der Partei, wie Frauen, wie andere Gruppen in der Partei deutlich mehr sichtbar werden. Mit den Worten des Neuen: Es wird eine richtig, richtig harte Arbeit. Für den Generalsekretär, aber auch für den Parteichef. Und da ist der kommissarische Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann. Hallo, guten Abend, Herr Linnemann. Guten Abend, Frau Mioska. Herr Linnemann, weil Sie heute in der Pressekonferenz auffällig oft gesagt haben, dass Sie sofort beginnen mit der harten Arbeit, muss ich Sie fast fragen, war es vorher weich und behäbig? Nein, war es nicht, aber ich bin nicht zufrieden. Wir müssen besser werden. Wir müssen klar sagen, dass wir nicht nur Nein sagen zu dem, was die Regierung macht, sondern wir müssen auch sagen, was sind denn unsere Konzepte, was sind denn unsere Ziele und Visionen. Und da sehe ich mich persönlich in der Verantwortung, auch ja, als Vorsitzender der Grundsatzkommission, dieses jetzt verstärkt in der neuen Rolle anzugehen. Mhm. Im Herbst stehen die Landtagswahlen in Hessen und Bayern an und kommendes Jahr dann auch in drei ostdeutschen Ländern. Wie können zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen den Osten erobern? Ich trete total gerne im Osten auf, bin sehr häufig dort, habe dort promoviert. Klartext wird dort geliebt. Und ich finde, dass vielen Menschen die Himmelsrichtung, wo man herkommt, eigentlich egal sein muss. Wir sehen jetzt das auch beim Verteidigungsminister, wo es am Ende keinen Proporz mehr gab. Und trotzdem
schätze ich den jetzigen Verteidigungsminister, weil er seine Sache gut macht. Also Quote und Arithmetik nervt so ein bisschen, oder was wollen Sie sagen? Nein, ich finde es grundsätzlich wichtig, dass die Qualifikation zählt. Und vielleicht sprechen wir uns noch mal im halben Jahr wieder und in einem Jahr, ob ich das auch schaffe. Ich traue mir diesen Job zu. Und wenn ich das schaffe, die CDU wieder breit aufzustellen und die Themen auch mit Köpfen zu versehen, Geschlossenheit an die Tagesordnung zu setzen, gemeinsam das mit Friedrich Merz an der Spitze, und wir dann wieder ja auch für Aufbruch und Erneuerung stehen und für die Zukunft dieses Landes, dann war es vielleicht die richtige Entscheidung, egal woher ich kam. In Brandenburg und in Thüringen liegt die AfD, Sie wissen das, in den aktuellen Umfragen vorn, deutlich vor der CDU und in Sachsen knapp hinter der CDU. Friedrich Merz wollte die AfD kleiner machen, aber mit der Methode immer nur auf die Regierung draufhauen, hat es bislang nicht geklappt. Da wählen die Leute lieber das Original. Was haben Sie daraus gelernt? Dass wir nicht nach rechts schauen dürfen, nach links oder darauf schauen, was andere Parteien machen, sondern wir müssen wieder für 100% Union stehen. Was ist CDU pur? Die Menschen müssen wissen, wenn sie das Kreuz bei der CDU machen, wofür machen sie das Kreuz? Und deswegen habe ich ja in den vergangenen Wochen auch versucht, Debatten anzufachen. Das Thema Leisten, dass das in Deutschland wieder honoriert wird, fordern und fördern. Dass wir die Menschen stärker fördern, die aus welchen Gründen auch nicht mehr arbeiten können. Jemand, der 45 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, der schafft es gar nicht bis zur Rente mit 63. Wie stärken wir die? Und auf der anderen Seite, finde ich, kann man beim Bürgergeld erwarten, dass diejenigen, die arbeiten können, auch eine Arbeit annehmen müssen. Und am Ende braucht es einen funktionsfähigen Staat, auch einen Rechtsstaat, der funktioniert, das Recht durchgesetzt wird. Das ist CDU pur. Das müssen wir jetzt wieder mit Leben füllen. Und mit solchen zentralen Themen sind Sie bei Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, ist nämlich der Meinung, die CDU-Spitze sollte weniger über solche Nebensächlichkeiten wie das angebliche Gendern in Nachrichtensendungen reden, sondern über wirklich wichtige Dinge. Hat er recht? Ich finde auch, dass das eine Nebensächlichkeit ist. Dass die Menschen sich zwar zum Teil darüber sehr aufregen, aber ich finde, eine Volkspartei wie die CDU muss sich auf die Kernthemen konzentrieren, auf die Lebensrealität der Menschen. Die Entkopplung der aktuellen Regierung, dieser Ampelregierung, zur Lebenswirklichkeit der ganz normalen Leute, die ist so groß, dass wir eine Politikverdrossenheit haben. Und deswegen müssen wir als CDU dagegenhalten. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns wirklich mit der Lebensrealität beschäftigen und nicht mit nur Berlin-Mitte-Themen. Und Nebensächlichkeiten zu unserer Ehrenrettung muss ich sagen, wir gendern hier nicht. Und ich glaube, es gibt auch keine andere öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung, in der das getan wird. Aber ich habe eine andere Frage, wieder zu Friedrich Merz. Sind für Sie auch die Grünen der Hauptgegner innerhalb der Regierung? Als Friedrich Merz das jüngst sagte, antwortet prompt Robert Habeck, das muss wohl in einem Moment der intellektuellen Schwäche geschehen sein. Wir regieren schließlich mit der CDU in der Hälfte der Bundesländer. Da hat er einen Punkt, oder? Friedrich Merz hat ganz klar die Bundesregierung gemeint, die Ampel. Und es ist einfach so, ich darf ja das Grundsatzprogramm verantworten. Und es ist einfach so, dass die CDU die Menschen so nimmt, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Bei den Grünen habe ich ab und zu das Gefühl, dass man vom Kollektiv denkt, vom Staat und entscheidet, wie es abgeht und wie es sein muss. Und das Heizungsgesetz ist ein schönes Beispiel, wo viele Menschen vor Ort mich ansprechen und sagen, ich kann es einfach nicht bezahlen. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, wir haben 6-8% Inflation und jetzt jagt man mir noch diese Angst ein. Wie schaffe ich das? Und das ist einfach sehr weit weg von der Lebensrealität der Menschen und das ist nicht gut. Also auch Ihr Hauptgegner sind die Grünen? Was heißt Hauptgegner am Ende in dieser Regierung? Aber am Ende des Tages, Frau Miosga, das sage ich auch als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission, dürfen wir nicht auf den Zeitgeist schauen, was aktuell gerade vielleicht in ist oder was andere Parteien sagen, sondern die CDU hat ein tolles Wertefundament mit dem christlichen Menschenbild. Und wir müssen aufbauend auf diesem Wertefundament unsere Position besetzen. Am Ende des Tages will ich, dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben, die Bock auf Zukunft macht und gleichzeitig 5-10 Themen, die uns unterscheidbar machen von anderen Parteien. Dann werden wir auch wieder Richtung 30% kommen. Sie haben mal gesagt, Sie wollten am Ende des Prozesses des Grundsatzprogramms auf 2 DIN A4 Seiten sagen, wofür die CDU steht. Geht es jetzt schon in 2 Sätzen? Wie geht die Erkennungsmelodie? Also wir haben eine Umfrage gemacht unter
ja, 66.000, da ist das Thema Leisten, Fordern und Fördern. Und am Ende des Tages ein funktionsfähiger Staat steht dort im Mittelpunkt. Aber wenn Sie mich fragen, ich hätte gerne eine Mentalität in Deutschland des Machens. Einfach mal machen. Dass wir Menschen eine Idee haben, einfach mal loslaufen können und dass wir nicht in Bürokratie und Überregulierung ersticken. Das wäre meine Vision. Die Vision des kommissarischen CDU-Generalsekretärs. Herr Linnemann, danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Die EU will umweltfreundlicher werden und das muss sie auch, wenn sie bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein will. Das zumindest ist das selbstgesteckte Ziel. Um diesen Green Deal zum Erfolg zu bringen, sollen künftig zum Beispiel weniger Pestizide gespritzt oder beschädigte Naturgebiete wie trockengelegte Moore wieder in den Naturzustand zurückversetzt werden. Doch weil damit nicht alle einverstanden sind, allen voran die Landwirte, gab es vor der Abstimmung im EU-Parlament zum sogenannten Renaturierungsgesetz massiven Widerstand. Tobias Reckmann. Hitzige Debatten diese Woche in Straßburg. Vor dem Europaparlament fahren die Gegner des Gesetzes schwere Geschütze auf. Brüssel setzt auf Verbote. Das ist nicht zielführend. Das würde die Ernährungssicherung gefährden und auch die Zukunft vieler unserer Betriebe. Und auf der anderen Seite steht Fridays for Future mit prominenter Unterstützung. Wir sagen der Politik, entscheidet euch für die Natur und die Menschen und nicht für Profite und Gier. Lehnt das Gesetz nicht ab, sondern stimmt dafür. Drin im Parlament hatten die Befürworter, Grüne, Sozialdemokraten, Linke und Teile der Liberalen bis zuletzt versucht, die gegnerischen Abgeordneten zu überzeugen. Der Ausgang trotzdem vollkommen offen. Die Abstimmung ist geschlossen und das Gesetz ist angenommen. Die Befürworter gewinnen mit knapper Mehrheit. Das Gesetz zur Rettung der Natur ist unverzichtbar, wenn wir unsere Artenschutzziele erreichen wollen, unsere Klimaziele erreichen wollen und auch langfristige Ernährungssicherheit haben wollen. Denn ohne Bestäuber, ohne fruchtbare Böden, ohne sauberes Wasser werden wir auch in Europa große Schwierigkeiten mit der Landwirtschaft bekommen. Bis 2030 sollen nun mindestens 20% der geschädigten Naturgebiete wiederhergestellt werden. Und zwar unter anderem durch Begrünung von Städten und Wiederaufforstung, Entfernung von Flussbarrieren, zum Beispiel alte Wehre, durch besseren Schutz von bestäubenden Insekten und durch die Reduzierung von schädlichen Fischereimethoden, zum Beispiel Schleppnetze. Im Gesetz war ursprünglich auch geplant, Agrarflächen vielfältiger zu gestalten, zum Beispiel durch Hecken oder Obstbäume entlang der Felder. Genau das war der große Kritikpunkt der Landwirte. Die hatten befürchtet, deswegen Teile ihrer Felder stilllegen zu müssen. Diesen Punkt verhinderten die europäischen Christdemokraten, die das Gesetz eigentlich komplett stoppen wollten. Also ich habe nie negiert, dass wir Bestäuber und Insekten brauchen, auch für die langfristige Ernährungssicherung. Aber wir brauchen natürlich auch genügend landwirtschaftliche Nutzfläche. Und wir wollen keine Flächenstilllegung, weil ganz klar ist, Biodiversitätsschutz bekommen wir nur gemeinsam mit der Landwirtschaft. Bislang hatten die Christdemokraten die Gesetze des Green Deals, des europäischen Klimapaketes, mitgetragen. Es ist das Vorzeigeprojekt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dass die Christdemokraten heute gegen das Gesetz stimmten und damit ihrer Parteifreundin in den Rücken fielen, das liege wohl schon am anlaufenden Wahlkampf zur Europawahl. Da versucht die EVP, gewisse Wählergruppen auf ihre Seite zu ziehen. Das ist die sehr starke und einflussreiche Agrarlobby. Und für die konnte die EVP heute zumindest einen Teilerfolg erringen. Final ist der Beschluss allerdings noch nicht. Parlament und Mitgliedstaaten müssen sich jetzt auf eine endgültige Fassung des Gesetzes einigen. Was die EU im Großen will, eine deutsche Schulklasse im Kleinen vorantreiben und ist dorthin gefahren, wo das Wasser immer knapper wird. Statt Kissen und Wasserschlacht, sonst eher üblich auf einer Ausflugsfahrt, wollen die Schülerinnen und Schüler die Ressourcen der Natur bewahren. Mittendrin im Soonwald in Bad Sobernheim im Hunsrück wollen sie verhindern, dass der vertrocknet. Axel John über eine ungewöhnliche Klassenfahrt und eine Lektion im Wald. Morgens um 6 Uhr im Soonwald. Die Klasse 8b steht mit Gitarrenmusik auf. Die Jugendlichen kommen aus Baden-Württemberg und sind auf Klassenfahrt. Im vergangenen Jahr waren sie noch surfen. Jetzt kampieren sie im Wald und arbeiten an Projekten gegen die Trockenheit.
Das ist ja so eine Art Tradition, dass das jede 8. Klasse macht. Und dadurch, wir haben auch von den älteren Schülern auch sehr Gutes davon gehört. Dass wir uns halt für den Wald einsetzen, das ist super. Und deswegen wollte ich auch mitmachen, weil wir dürfen das ja freiwillig machen. Fehlender Regen setzt auch dem Sohnwald immer mehr zu. Deshalb wird versucht, das wenige Regenwasser besser im Wald zu halten. Die Jugendlichen legen an einem Tümpel los. Der Teich ist ein wichtiger Wasserspeicher. Büsche müssen am Ufer entfernt werden, damit der Teich nicht nach und nach völlig zuwächst. Also ich schneide hier gerade die kleinen Bäume weg, damit der See wieder mehr Platz hat und nicht austrocknet. Der ist halt ziemlich wichtig, wegen den ganzen Fröschen, Insekten, Libellen sowas, weil die leben halt dort. Beim Arbeiten im Wald machen sich viele auch grundsätzliche Gedanken, wie die Umwelt ihrer Meinung nach am besten geschützt werden kann. Bei den Demos bringt jetzt nicht wirklich viel so. Und hier im Wald, da tut man der Natur was Gutes und die Insekten gehen es danach auch besser. Es ist auch sehr wichtig, dass wir hier sind und arbeiten, weil auf lange Sicht bringt das hier mehr, als sich an der Straße festzukleben. Bei den Arbeiten schaut Michael Feg öfter mal vorbei. Er ist Förster im Sohnwald. Feg organisiert auch weitere Projekte gegen die Trockenheit. So wurden vor Jahrhunderten Abflussrinnen gezogen, um Regenwasser aus dem damals nassen Gebiet herauszuleiten. Nun werden die Gräben umgebaut, sodass das Regenwasser in den Wald hineinläuft. Dann kann es sein, dass Bäume, die jetzt hier mehr Wasser bekommen durch dieses System, dass die unter Umständen im Sommer dann 2-3 Wochen länger Wasser haben. Und das kann letztlich für sie das Überleben bedeuten. Also sie vertrocknen nicht. Der Wassermangel hat drastische Folgen, vor allem für Fichten und Buchen. Viele sind kaum noch zu retten. Künftig sollen andere Baumarten wie Eichen oder Linden gepflanzt werden, um den Wald breiter gegen den Klimawandel aufzustellen. Wie groß der Wassermangel ist, zeigt das Flussbett des größten Baches im Sohnwald. Ausgetrocknet seit Wochen, obwohl es im Frühjahr hier sehr viel geregnet hat. Die Bäume haben eine Verschnaufpause bekommen. Das kann man sagen, das sehen wir auch, aber mehr nicht. Was den Grundwasserspiegel angeht, nahezu keine Auswirkungen. Die 8b hat es für heute geschafft. Diese Klassenfahrt in den Wald ist so ganz anders als alle bisherigen. Wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich es auf jeden Fall noch mal machen. Die Klimakrise, die ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube nicht, dass bis ich gestorben bin, dass das da schon rum ist. Und deswegen, ich glaube, das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Für die 8b geht es nach einer Woche wieder nach Hause. Die Klassenfahrt ist vorbei. Im Sohnwald aber geht der Kampf um Wasser weiter. Jeden Tag. Und in unserem Nachrichtenüberblick geht es zu Beginn um Hilfe für Long-Covid-Erkrankte, Susanne. Die Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen sollen nun besser erforscht werden. Dafür legte Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein Programm im Umfang von 41 Millionen Euro auf. Damit sollen Medikamente und Therapien entwickelt werden. Bislang sei die Versorgung nur an wenigen Zentren so, wie sie sein müsse, so Lauterbach. Nach Schätzungen von Experten leiden 6-15% der Erkrankten an Long-Covid. Bundesfinanzminister Lindner plant ein Gesetz zur Stärkung der Wirtschaft. Unter anderem soll es deutliche Steuersenkungen für Unternehmen geben. Mit einem Volumen von 6 Milliarden Euro jährlich sollen Forschung und Entwicklung sowie klimafreundliche Produktion und klimaneutrale Produkte gefördert werden. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne an der Frankfurter Börse. Das Wachstumschancengesetz soll die deutsche Wirtschaft, die seit längerem schwächelt, unterstützen. Neben steuerlichen Entlastungen, dem Abbau von bürokratischen Hürden und einem Prämiensystem sollen weitere Impulse gesetzt werden. So sollen Unternehmen, die klimafreundlich produzieren oder gar klimaneutral sind, mit einer Investitionsprämie belohnt werden. 15% von der von Unternehmen geplanten Investitionssumme, maximal 30 Millionen Euro. Zusätzlich soll die Förderung von Forschung und Entwicklung ausgebaut und steuerlich gefördert werden. Der Umbau der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit sei vor allem deshalb so wichtig, weil er zunehmend international ein Wettbewerbsvorteil sein kann, betonen Ökonomen.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat die Untersuchung von Vorwürfen der Misswirtschaft durch eine Anwaltskanzlei gestoppt. Zur Begründung nannte der Verwaltungsrat die Kosten. Bis April habe die Kanzlei 1,63 Millionen Euro berechnet. Eine Fortsetzung erscheine nicht vertretbar, zumal parallel auch Rechnungshöfe und Staatsanwaltschaft die Vorgänge prüften. Die Vorwürfe richten sich unter anderem gegen die fristlos entlassene Intendantin Schlesinger und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf. Der Schriftsteller Milan Kundera ist im Alter von 94 Jahren gestorben. In der damaligen Tschechoslowakei geboren, war er zunächst überzeugter Kommunist. Nach der Niederschlagung der Reformen 1968 brach er mit dem System. Diese Zeit des Prager Frühlings verarbeitete Kundera in seinem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, nachdem er nach Paris ausgewandert war. Auch sie ist heute gestorben. Eine Politikerin, die Geschichte schrieb. Denn Heide Simonis war nicht nur die jüngste Parlamentarierin im Bundestag, sondern auch die erste Frau an der Spitze einer deutschen Landesregierung. Eine Frau, die ihren wunderbar trockenen Humor auch dann nicht verlor, als sie am Ende über die eigene Partei spektakulär stürzte. Der Pastor wird an meinem Grab sagen, hier ruht die Frau, die viermal nicht gewählt wurde, sagte Simonis einmal, er werde sicherlich auch noch andere Dinge berichten, aber diese eine Passage wird er nicht vergessen. Andrea Schmidt erinnert an Heide Simonis. Viermal hintereinander fehlt die eine Stimme. 17. März 2005, Wahl zur Ministerpräsidentin. Ein bis heute unbekannter Abgeordneter aus den eigenen Reihen verweigert ihr die Gefolgschaft und beendet damit die Karriere von Heide Simonis. Simonis haben gestimmt. 34. Enthaltungen, eine. Das Einzige, ich würde gerne wissen, wer es gewesen war. Und dann würde ich hingehen und sagen, du bist ein solches Arschloch, wie konntest du das machen? Denn das hat ja auch das ganze Land mal wieder an den Rand einer Diskussion gebracht. Ach, die da oben, Barschel jetzt und nun das. Also es war so eine kontinuierliche Kette von Unglaublichkeiten. Und das hätte man gerne weniger ausgeprägt gehabt. 1988 wird sie zunächst Finanzministerin bei ihrem Förderer Björn Engholm. Man muss sagen, sie war in der deutschen Politik als eine der wenigen Frauen bekannt wie ein bunter Hund. Sie hatte große Erfahrungen im Bundestag gemacht als Finanzpolitikerin. Alle wussten, dass Heide Haare auf den Zähnen hat, wenn es um Geld geht. Ja, was ist denn nun eigentlich richtig? Haben wir nun kein Geld oder haben wir Geld? Als Björn Engholm 1993 im Zuge der Barschel-Pfeiffer-Affäre zurücktreten muss, wird sie seine Nachfolgerin und erste Ministerpräsidentin Deutschlands. Regiert zunächst allein, dann mit den Grünen. Ich habe ja immer gesagt, Frauen wären nur dann was, wenn ein Mann vorhin aus der Kurve getragen wird. Man muss nur da an der richtigen Kurve stehen. Ihre letzten Lebensjahre verbringt Heide Simonis zurückgezogen, gezeichnet von ihrer Parkinson-Erkrankung. Sie war die erste Ehrenbürgerin von Schleswig-Holstein. Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter, Donald. Bleibt es so stürmisch? Zum Glück nicht, Karin. Also wir hatten ja wirklich zum Teil Orkanböen am Bodensee beispielsweise. Auch bis 22 Uhr vorhin in Laubheim noch eine Sturmböe mit 80 Kilometer pro Stunde in Verbindung mit einem Gewitter. Aber die Lage beruhigt sich. Und wir können uns mal die Temperaturabweichung für den Juli bisher anschauen. Vom 1. bis zum 10. Juli sieht das für Europa folgendermaßen aus. Klar, gelb leicht im Plus, blau leicht im Minus. Also dort war es zu kalt. Das sind die Mittelwerte von 1991 bis 2020 sind zugrunde gelegt und vor allem hier über Finnland, Halbinsel Kola, dann Weißes Meer, also der Nordwesten von Russland war auch zu kühl. Aber das finden wir auch Richtung Albanien und Griechenland zum Teil bei uns, wie gesagt, eher zu warm. Aber auch in Spanien ist die Hitze momentan nicht ganz so groß. Und wir schauen jetzt mal drauf, wie sich die Lage weiterentwickelt. Nicht ganz so groß ist gut, immerhin 40 Grad haben wir im Süden von Spanien und Sie sehen hier diesen Tiefdruckwirbel, der neuerliche heiße Luft hier aus Spanien anzapft und in unsere Richtung bringt. Und die wird dann am Samstag bei uns da sein. Und das bedeutet, das große Schwitzen geht zumindest für den einen Tag wieder los und wird durch teils schwere Gewitter beendet.
Heute Nacht wird es dann im Süden noch gewittern. Das heißt vor allem ungefähr südlich einer Linie Bodensee-Regensburg immer noch schauerartige Regenfälle und Gewitter. Dahinter wird es dann auflockern, ganz im Norden, vor allem in den Frühstunden, wieder ein paar Schauer von der Nordsee her. Da können dann im Norden von Deutschland morgen auch schon mal ein paar kurze Gewitter noch entstehen, aber keine Unwettergefahr. Am Alpenrand beruhigt sich's und dazwischen scheint dann die Sonne doch längere Zeit. Die tiefsten Temperaturen morgen früh liegen meist im Bereich zwischen 18 und 13 Grad. Örtlich kann es ein bisschen frischer werden in Niederungen und den Tälern. Vielleicht sogar mal in den einstelligen Bereich abkühlen. Und morgen gibt es die höchsten Temperaturen am Oberrhein und in Ostsachsen bis zu 28 Grad. Für die meisten 22 bis 27 Grad. Der Trend für die nächsten Tage. Der Freitag ist noch mal zur Erholung da. Das heißt überall trocken und im Südwesten schon wieder heiß. Bevor am Samstag nach großer Hitze teils unwetterartige Gewitter im Westen auftauchen. Danke für die Aussichten, Donald. Und damit schließen wir für heute die Tagesthemen. Hier begrüßt uns Sandra Maischberger, ihrer Gäste, darunter heute den ehemaligen Finanzminister Per Steinbrück. Und im Anschluss zeigt das Erste einen Nachruf auf Heide Simonis. Wir sind morgen wieder da. Bis dahin. Tschüss.